Vielleicht sind unsere Lebenswege wirklich vorbestimmt. Dann bleib ich ewig dieses hoffnungslose Sorgenkind. Was willst du machen, wenn der Alltag dir die Logik nimmt? Ich bin verzweifelt, auch wenn's überraschend komisch klingt. Mit 26 und noch nichts in der Hand. Denn dieses Land gibt nur einen Fick auf unseren Sinn und Verstand. 20 Stunden Halbtagsstelle für die Studiengebühr. Deshalb 10 Semester länger studieren, aber wofür? Mit 31 dann Diplom, Hartz IV. Wenn man das reflektiert, dann hat sich's eh nicht rentiert. Wieso werden die Sozialsysteme privatisiert? Bildung wird zu wahre Privileg, wenn man's finanziert. Sag mir bitte, wo ist die versteckte Kamera? Sonst endet das im zweiten deutschen Herbst mit einem Brandanschlag. Unsere Jugend ist ein Haufen Extremisten, weil man mehr verdient mit Glas verticken als mit Unterrichten. Es ist Kultur, unsere Probleme einfach totzuschweigen, anstatt die Wurzel zu beseitigen, sich loszueisen. Erzählt mir, was ihr wollt, ich lebe für mich, ich glaube an mich. In euren Augen bleib ich trotzdem nur ein Taugenichts. Verlaufen im Nichts, ein Taugenichts, der außer dem Glauben an sich nichts besitzt als den Augenblick. Auf der Jagd nach der berauschenden Schrift, um für sich den Weg zu finden in vertrauteres Licht. Verlaufen im Nichts, ein Taugenichts, der außer dem Glauben an sich nichts besitzt als den Augenblick. Auf der Jagd nach der berauschenden Schrift, um für sich den Weg zu finden in vertrauteres Licht. Hab viele Ziele und einen viel zu hohen Anspruch. Egal was kommt, ich werf auf keinen Fall das Handtuch. Auch wenn ich in der Flut des Alltags oft nach Land such und nicht mal Zeit finde, dass ich zu Hause anruf. Nein, ich beklag mich nicht, erzähle nur, wie's aussieht. Auch wenn ich manchmal hoffe, dass mich jemand rauszieht. Ich mach das Beste draus, ich bin kein Mensch, der aufgibt. Nehm mein Leben in die Hand und häng mich rein beim Tauziehen. Und ich hoffe, ich zerreiß den Schicksalsfaden, während ich mich frage, warum Mitmenschen kein Mitleid haben. Und während die einen vor der Glotze auf die Pizza warten, sitzen andere auf dem Boden, haben nix im Magen. Was soll man machen? Glaubt es oder glaubt es nicht? Vor eure Augen bleib ich gerne dieser Taugenichts. Doch ich hab wenigstens die Hoffnung und einen Traum in Sicht. Die Reise bis dein Herz dir sagt, dass du zu Hause bist. Verlaufen im Nichts, ein Taugenichts, der außer dem Glauben an sich nichts besitzt als den Augenblick. Auf der Jagd nach der berauschenden Schrift, um für sich den Weg zu finden in vertrauteres Licht. Verlaufen im Nichts, ein Taugenichts, der außer dem Glauben an sich nichts besitzt als den Augenblick. Auf der Jagd nach der berauschenden Schrift, um für sich den Weg zu finden in vertrauteres Licht. Ich kann nicht sehen, hab mich verlaufen im Nichts. Alleine der Glaube an mich überdauert das Licht. Ein Schritt in Richtung Ziel, welches dem Zauber verspricht, ist mehr wert als auf der Stelle treten und leben im Augenblick. Nenn mich Taugenichts, ich bin ein Niemand, der nichts kann, der nichts ist, der nichts hat, nur einen Traum besitzt, vom Schicksal ausgetrickst, ein Kind von Traurigkeit spricht, denn jeder Tag lässt kalte Schauer zurück. Ich kann nicht sehen, was mir Freude verspricht, pure berauschende Schrift wirkt wie ein sauberer Schnitt. Die Mauer meiner Seele zeigt einen deutlichen Riss, nur die Kraft des Vertrauens schürt das Feuer des Glücks. Aber was will man tun? Das hier ist nur ein Hilferuf von einem, der die Zeichen dieser Zeit liest wie ein Bilderbuch. Mein freier Wille ruft mir Wünsche nach Bestimmung zu, weil selbst ein Taugenichts wie ich nur die Erfüllung sucht. Verlaufen im Nichts, ein Taugenichts, der außer dem Glauben an sich nichts besitzt als den Augenblick. Auf der Jagd nach der berauschenden Schrift, um für sich den Weg zu finden in vertrauteres Licht. Verlaufen im Nichts, ein Taugenichts, der außer dem Glauben an sich nichts besitzt als den Augenblick. Auf der Jagd nach der berauschenden Schrift, um für sich den Weg zu finden in vertrauteres Licht.